Hallo ihr Lieben, ich habe letztens in einer Zeitschrift eine wirklich ganz, ganz toll ausschauende Torte gefunden. Eine Sachertorte, also es soll zumindest eine Sachertorte sein, nach Johann Lafa. Und ich mag ihn ja sehr gerne und seine Backkünste. Deswegen dachte ich mir, muss ich dieses Rezept unbedingt mal ausprobieren. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich nie 1:1 an Rezeptangaben halten kann. Ich muss da immer irgendetwas hinzufügen, umändern, verbessern, wie auch immer. Und ja, diesmal sollte das Ganze eine Herausforderung an mich sein, dass ich mich auch wirklich einmal ans Rezept halte. Ob mir das gelungen ist und vor allem, ob die Torte dann auch am Ende geschmeckt hat, das sehen wir jetzt im Video und wir sehen uns dann gleich. Ich habe mich ganz genau an die Zutatenliste gehalten, bis auf dass ich 2 Eier nehme, weil meine Eier sehr klein waren. Laut dem Rezept sollte man die trockenen Zutaten miteinander vermengen, das Ei mit dem Zucker schaumig schlagen und anschließend die trockenen Zutaten hineinfügen. Relativ schnell bemerkte ich, dass da irgendwas nicht ganz korrekt sein kann, denn die feuchte Masse war einfach viel zu wenig und das Ganze war ein richtiger Klumpen am Ende, bis ich dann die Rezeptbeschreibung mir nochmal sehr vorsichtig durchgelesen habe und bemerkte, dass man noch 100 ml Wasser abwechselnd mit der trockenen Mischung in den Teig geben sollte. Da frage ich mich, warum schreibt ihr das Wasser nicht auch in die Rezeptliste? Wäre praktischer. Und ich hätte am Ende nicht so eine Sauerei gehabt, indem ich versuche, die verklumpte Masse mit der flüssigen Masse nochmal irgendwie zu einem homogenen Teig zu bekommen, den man dann auch, wieder laut Rezept, gleichmäßig auf ein Backblech mit Backpapier streichen kann, so dass der Kuchen am Ende groß und hoch genug ist, um daraus 3 Kreise a 18 cm Durchmesser ausstechen zu können. Wow, klappt nicht ganz so gut, aber okay, wir versuchen es mal. Ich konnte gerade mal Kreise mit 15 cm Durchmesser ausstechen und es blieb auch unnötig viel Teig übrig. Aber wie gesagt, versuche ich ja diesmal 1:1 bei dem Rezept zu bleiben und ich mache jetzt schnell weiter mit der Füllung. Für diese soll nämlich erst einmal ein Sahnepudding hergestellt werden. Ordentlich viele Kalorien also. Ja, und ich habe noch ein bisschen Vanille reingemacht, weil ich das Ganze nicht so geschmacksarm haben wollte. Natürlich schreibe ich euch die genaue Zutatenliste, so wie ich es im Rezept abgelesen habe, in die Infobox. Da könnt ihr gerne nachschauen. Der gekochte Sahnepudding muss jetzt richtig abkühlen und dabei rühre ich ihn immer wieder um, damit sich keine Haut bildet. Zusammen mit 100 Gramm Butter, die ebenfalls auf Zimmertemperatur ist, wird das Ganze dann zu einer Buttercreme aufgeschlagen. Die Butter habe ich immer stückchenweise hinzugefügt, bis wir eine schöne cremige Masse erhalten. Jetzt muss ich die Torte natürlich noch zusammenstellen. Ich habe unter den letzten Kuchen noch ein Stück Tortenkarton gegeben, damit das Ganze am Ende mehr Stabilität hat. Auf den Kuchen streiche ich jetzt Marillenmarmelade, selbstgemachte übrigens. Und das habe ich so gemacht, weil es auf dem Foto auch so aussieht, als ob die Marmelade ganz unten geschichtet wurde und erst danach die Buttercreme drauf kam. Im Rezept steht es aber genau andersrum. Also habe ich dann die zweite Schicht anders gemacht. So funktionierte es auch einfacher. Aber ich persönlich finde es schöner, wenn die Marmelade direkt auf den Kuchen gestrichen wird. Am Rand hatte ich noch einen Schönheitsfehler zu korrigieren, denn die Größe von dem Blech reichte ja gar nicht aus, dass ich 3 gleich große Böden ausstechen konnte. Deswegen fehlte bei dem mittleren Stück ein kleines Teil. Letztendlich habe ich es doch noch geschafft, die Torte zusammenzustellen. Auf die oberste Schicht gebe ich auch noch eine dünne Schicht von der Marmelade. Das mache ich mit einem Pinsel. Und als krönenden Abschluss brauchen wir natürlich noch ordentlich viel Schokolade. Zusammen mit einem Stückchen Butter und heißer Sahne wird daraus eine schöne Ganache. So, jetzt kommt natürlich der Punkt, wo ich mich wieder nicht an das Rezept halten konnte, denn anscheinend sollte man noch etwas Puderzucker mit Wasser vermengen und das Ganze dann zu einem Sirup aufkochen und wenn es abgekühlt ist, unter die Schokolade geben. Doch leider bemerkte ich erst im letzten Moment, als es schon zu spät war, dass ich gar keinen Puderzucker da hatte. Deswegen habe ich darauf verzichtet und gebe einfach nur die Ganache auf den Kuchen, streiche ihn ordentlich ein, versuche dabei, alle Lücken auszufüllen. Und wenn ich damit fertig bin, kommt der Kuchen in den Kühlschrank, am besten über Nacht, damit am nächsten Tag alles schön sitzt und wir den Kuchen ohne Probleme anschneiden können. Nun können wir den Kuchen servieren und genießen.
wenn das Ganze natürlich auch die Geschmacksprobe besteht. Aussehen tut er schon mal lecker. Ist natürlich schade, dass hinten alles so abgesackt ausschaut, aber das muss ich noch üben. Sieht es da so aus wie auf dem Foto? Was denkst du? Nicht? Wieso nicht? Auf dem Foto sieht es nicht so essbar aus. Wie? Auf dem Foto sieht es nicht essbar aus? Nur hier. Ja, sogar mein Kind denkt, dass der Zeitschriftenkuchen zu perfekt ausschaut. Sollst du es probieren? Okay. Sollst du ich probieren? Ja. Der Honig kommt raus. Jetzt bin ich dran. Oh. Wenn man das Stückchen auf die Seite legt, lässt es sich besser essen. Ja, sehr lecker. Eine Teig hätte besser werden müssen. Ja, das war eigentlich schlecht. Die Torte ist richtig lecker geworden. Im Großen und Ganzen war die Torte okay. Meiner Tochter, meinem Mann und meiner Schwägerin hat sie sehr gut geschmeckt. Mir dieses Mal allerdings nicht so gut, weil der Teig natürlich durch das ganze Desaster richtig trocken geworden ist. Und ich konnte ja auch keinen Marillenlikör verwenden, weil meine Kleine mit ist und Alkohol kommt mir dann natürlich nicht rein. Ja, also konnte ich mich mal wieder nicht so ganz 1:1 an das Rezept halten. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Lasst mich doch auch mal wissen, könnt ihr euch wirklich 1:1 an Rezepte, die ihr in Zeitschriften oder im Internet gefunden habt, halten? Oder sagt ihr auch, nee, ich muss das ein oder andere umändern, hinzufügen oder einfach verändern? Wenn ja, dann lasst es mich doch mal wissen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere leckere Rezeptvideos. Ansonsten wünsche ich euch noch ganz viel Spaß bei allem, was ihr heute noch so vorhabt. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann! Schnell, sind gerade leise. Die Nachbarn sind gerade leise. Die Nachbarn sind gerade leise. Hallo ihr Lieben. Oh nein, bitte nicht. Ah, ich kriege eine Krise. Einfach warten. Irgendwann wird sie ja aufhören mit dem Mixer. Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine sehr leckere Torte. Ja, so lecker war das ja aber auch nicht.